Gib mir deinen Rucksack, Nerd. Ich lass ihn nicht los. Ups, das war ein Versehen. Ups. Du kommst mit mir, Unruhestifterin. Ich habe es nicht mit Absicht getan. Ich wollte das nicht. Schrei so viel du willst. Ich hab dich nicht gesehen. Puh. Was? Pommes frites? Das ist zwar kein Blut, aber die sind trotzdem gut. Rose? Der Vampir kann gehen. Komm raus. Oh, endlich. Bye, bye. Hm? Pass auf dich auf. Bye. Und was ist mit mir? Du bist kein Vampir. Genau. Ich kenne einen Ausweg. Ich bin ein Vampir. Hm? Sie denkt, sie ist ein Vampir. So ein Loser. Nein. Lass mich raus. Ihr Lieben, helft mir bitte. Wenn dieses Video 50.000 Likes bekommt, kann ich endlich gehen. Lass mich raus. Los, Kim, komm raus. Ja, danke. Mhm. Wo willst du denn hin? Ich muss nur ein Foto von dir machen. Was? Und was ist mit der Freiheit? Das ist ungerecht. Du musst mich freilassen. Wie komme ich hier raus? Mhm. Oh, wie man ein Vampir wird. Das könnte ich schaffen. Schritt 1. Zähne. Und woher bekomme ich sie? Ich brauche Reißzähne. Hey, Megan. Ich brauche einen Zahnarzt. Klar. Doc, hier ist deine Patientin für dich. Hilf mir. Ich habe Zahnschmerzen. Mal sehen. Warte kurz. Handschuhe sind mein größter Feind. Das ist alles, was ich brauche. Also, welcher Zahn tut weh? Wenn du redest, beiß ich dich. Hm? Du kannst gehen. Der Patient ist gesund. Und ich muss los. Hm? Ich hab die Zähne. Ein Vampir muss eine blasse, glatte Haut haben. Meine ist ganz anders. Hm? Ich wünschte, ich könnte eine Gesichtsbehandlung haben. Oh, was ist das? Wow. Ja. Ich Glückspilz. Es hat funktioniert. Die Picke sind weg. Als nächstes muss ich mein Gesicht gründlich waschen. Herrlich. Oh, meine Haut fühlt sich so gut an. Was hast du da? Gadgets und Hautpflege sind im Gefängnis verboten. Du bist so ein Fiesling. Gibt es hier auch etwas zu essen? Essenszeit. Hier ist dein Essen. Ja, endlich. Ich esse sowas nicht. Aber dieses Essen kann ich für etwas anderes gebrauchen. Ich werde frische Gurken für eine Augenmaske verwenden. Ich fühle mich viel besser. Okay, was steht als nächstes auf der Liste? Eine fahle, klare Haut. Check, ich brauche Accessoires. Dieses zum Beispiel. Hier ist eine kleine Flasche. Bye-bye, Salz. Hey, Ketchup. Ich gebe Wasser dazu. Tada! Mein Blutanhänger ist fertig. Vampirstimmung! Oh, ihr Blutanhänger ist schöner. Nein, Kim. Das kannst du doch besser. So, jetzt ist die Flasche sogar noch schöner. Wow, das habe ich unglaublich gemacht. Ein typisches Vampir-Accessoire ist fertig. Oh, Herr,
Perfekt. Ich habe einen Vampir-Notfall. Hey, bitte, es ist dringend. Ich brauche Hilfe beim Vampir-Make-up. Ich lass mir was einfallen. Hi. Ich habe eine Pizzalieferung für Kim. Okay. Danke. Kim, hier ist deine Pizza. Wow, das ist eine Pizza mit Make-up-Belag. Und die Soße besteht aus Kontaktlinsen. Wow. Jetzt kann ich mich mit dem Pizzabelag super schnell schminken. Hey, was machst du da? Was für ein Makeover. Du hast dich mit der Pizza geschminkt, oder was? Gib mir ein Stück, dann lasse ich dich raus. Danke. Wenigstens bin ich jetzt hübsch. Augen und Make-up. Eine Vampirfrisur. Nee, meine Haare sehen total schrecklich aus. So viele Fledermäuse. Wow, das sind alles Sachen, die ich brauche. Danke, Rose. Das ist für dich. Sorge dafür, dass ihre Haare bombenmäßig aussehen. Was ist da los? Ich bin ganz brav. Hab mich wohl geirrt. Puh, weiter geht's. Haare. Wimpern. Und natürlich die Lippen. Oh, was für ein strahlendes Vampirauge. Jetzt bin ich so schön. Vampirfrisur. Check. Hey, Rose. Hey. Ich brauche ein Biss. Klar. Bin schon unterwegs. Was ist das für ein Geräusch? Nimm den Sarg. Der erledigt das für dich. Klingt das gut? Oh, tolle Idee. Danke. Wahnsinn. Ein Sargmechanismus für einen Vampirbiss. Yippie. Sieht so echt aus. Beißen ist in meinem Gefängnis tabu. Wisch alle Spuren weg. Es hätte fast geklappt. Hey, Megan. Da ist jemand für mich. Ich bin hier, im Besucherraum. Hey, Kim. Okay, du kannst in den Besucherraum gehen. Hey, Rose. Ich komme. Hey, hier sind ja noch Gitterstäbe. Endlich. Ich bin so aufgeregt, dich zu sehen. Rose, beiß mich. Jetzt gleich. Kein Problem. Ups. Es funktioniert nicht. Rose? Hinter dir. Bye. Ich hab's kapiert. Du hast recht. Die Haare sind fertig. Das Make-up ist auch fertig. Eine Nagelfeile? Na klar. Ich muss meine Nägel machen. Vampirnägel. Check. Es ist Zeit für ein Nickerchen. Fühlt sich hart an. Oh, stimmt. Vampire schlafen in Särgen. Wow, das ist Rose Kleiderschrank. So viele Vampirsachen. Die kommen wie gerufen. Was soll ich anziehen? Hi, Rose. Hilf mir, ein Outfit zusammenzustellen. Klar, mach FaceTime an. Ich muss alles sehen. Nee, bloß nicht. Weiter geht's. Nee, das ist ja noch schlimmer. Weiter. Fahrtreffer. Nein. Ups. Was? Wer bist du? Ich will mein Kleid zurück. Oh, das steht dir super gut. Ja. Schick und edel. Danke, Rose. Vampir-Outfit. Check.
Die letzte Challenge ist ein Vampirumhang. Aber wie bekomme ich einen? Arriva! Du brauchst meine Hilfe. Ich brauche einen Vampirumhang. Bitte. Ein Umhang? Mal überlegen. Maracas werden keine Lösung sein. Eine Fledermaus hingegen schon. Hier, er ist praktisch nagelneu. Oh, mein eigener Umhang. Rose, du bist ein Schatz. Ich bin dir was schuldig. Umhang, check. Es fehlt nur noch ein Biss. Mach schon, bevor Megan es merkt. Megan lässt dich nicht aus den Augen. Beißen ist nicht erlaubt. Deine Reißzähne sind verhaftet. Nerds sind jetzt frei. Was? Ich wollte so gerne ein Vampir sein. Sei still, hör auf zu heulen. Wisch dir die Tränen ab. Dein altes Ich ist wieder da. Ich will ein Vampir sein. Mach dir keine Sorgen. Geh zur Vampirparty. Sie werden dich dort beißen. Bye, mein kleiner Baby-Vampir. Megan, lass mich raus. Ich bin nur ein Nerd. Brille, Zöpfe, Pickel. Ja, das passt alles. Du bist frei. Diese Party ist nur für Vampire. Kannst du mich beißen? Okay. Wow. Beiß mich auch. Oh, danke. Kann ich auch ein Vampir werden? Nein. Beiß mich. Verrückter Fan. Na gut. Ich bin ein Nerd geworden. Oh, Dracula, gib mir Kraft. Ashley, beiß keine fremden Leute mehr. Danke. Husch, Nerd. Du bringst meine Vampiraura durcheinander. Wurdest du auch abgelehnt? Sieh mal, was ich hab. Wie man ein Vampir wird. Es gibt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Reißzähne, Klamotten, Bisse, Umhänge. Ich werde anfangen zu lernen. Kann ich mitkommen? Ich will auch ein Vampir werden. Okay. Wow, das ist dein Vampirzimmer? Abgefahren. Es ist fantastisch. Es ist so vampirisch. Wow. Ich liebe es. Danke. Ich find's auch total schön. Lass uns mit unserer Vampirverwandlung beginnen. Als erstes werden wir diese Pickel los. Oh oh. Ich will auch anfangen. Ich kümmere mich um mein Make-up. Wow, es klappt. Ich habe keine Pickel mehr. Meine Haut ist so glatt. Und jetzt Reinigungsschaum. Wow. Vampire haben keine Falten. Meine Haut strahlt. Was denkst du, Kim? Was ist denn? Es ist furchtbar. Wisch es ab. Lass uns den Anweisungen im Lehrbuch folgen. Und mit den Reißzähnen anfangen. Okay, wir brauchen einen Profi. Wow, dieser Zahnarzt hat so viele VIP-Patienten. Mr. Beast und sogar Elon Musk? Ihr Lieben, glaubt ihr, dass Elon Musk wirklich ein Vampir ist? Sagt uns eure Meinung in den Kommentaren. Oh nein, das ist zu gruselig. Ist das eine Folterkammer? Das ist der schlimmste Tag meines Lebens. Ich gehe da nicht rein. Relax. Ich werde zuerst anfangen. Nein, es wird wehtun. Geh nicht, Kim. Das war's. Wie findest du meine neuen Reißzähne? Du bist die Nächste. Hab keine Angst. Nein, warte. Siehst du? Ich habe schon Reißzähne. Das war's. Wir können gehen. Was kaust du da?
Wo sind deine Reißzähne? Hast du mich ausgetrickst? Ihr Lieben, lasst uns Josie helfen. Wenn ihr ein Like da lasst, werden Josies Reißzähne wachsen. Meine Reißzähne sind gewachsen. Hast du das gesehen? Wir sind die geborenen Vampire. Nächster Punkt. Klamotten. Unsere Outfits sehen nicht gerade toll aus. Mal sehen, was ich hab. Rot oder gestreift? Nein, du bist doch nicht Draculas Oma. Was ist das? Dein Spaßschwein ist voll? Nein, ich brauche das für das College. Okay. Au, meine Zähne. Dieser Schädel hat Knochen aus Stahl. Gib her. Wir können es einfach öffnen. Oh, stimmt. Ich gehe shoppen. Ich mag meinen neuen Stil. Wow. Jetzt ich. Sorry, das ist alles, was übrig ist. Was? Nur eine Brosche? Die gefällt dir nicht? Dann nimm dein eigenes Erspartes. Ich will mich auch umziehen. Das ist schon viel besser. Okay, wir haben jetzt schicke Klamotten. Als nächstes kommt der Vampirbiss. Lass uns unser Glück im Club versuchen. Ich habe mir etwas einfallen lassen. Tomatensaft anstelle von Blut. Halt die Infusion. Lass uns den Obervampir austricksen. Geschafft. Wünsch mir Glück. Hey, ich dachte, du bist vielleicht durstig. Ich habe etwas frisches Blut für dich. Das ist aber nett von dir. Guten Appetit. Was ist das? So ein Blut habe ich noch nie probiert. Beiß mich einfach. Nein, da falle ich nicht drauf rein. Verschwinde und nimm dein Gift mit. Warum hat es dir nicht gefallen? Kim, willst du einen Zaubertrick sehen? Warum hast du das gemacht? Das ist für unsere Verwandlung. Das ist wie ein Vampirumhang. Oh ja. Josie, du bist ein Genie. Ich brauche auch einen Umhang. Okay, du kannst deinen haben. Ich habe auch einen Umhang. Jetzt sehen wir wie Vampire aus. Als nächstes kommen die Kontaktlinsen. Okay, ich darf keine Angst haben. Ich befestige einfach dieses Stück Plastik. Tada! Ich bin bereit. Darf ich auch? Nein, ich habe etwas Besseres für dich. Eine Brille mit roten Gläsern. Wow, das Leben wird nie wieder dasselbe sein. Gefällt sie dir? Lass es uns von der Liste abhaken. Er hat eine Pizza bestellt. Oh, ist die für mich? Danke. Beiß mich. Ich bin lecker. Was? Nein, du schon wieder. Raus mit dir. Wie können wir den Vampirbiss bekommen? Oh, ich habe eine Idee. Wir können ihn einfach aufmalen. Wow, sieh mal. Du hast deinen Vampir gefunden und mir nichts davon gesagt? Ich habe einen Marker gefunden. Super Idee. Hilfst du mir? Cool. Vampirbiss. Check. Und was jetzt? Die Haare. Vampire haben immer perfektes Haar. Nicht so wie ich. Ich brauche eine andere Frisur. Ich habe einen fliegenden Stylisten. Damit bekomme ich perfektes Vampirhaar. Nicht gucken. Wow, das nenne ich meine schöne Frisur. Ich habe ein besonderes Accessoire nur für dich. Ich bin die Königin der Fledermäuse. Haare,
Check. Oh, meine Lippen sehen so schmal und leblos aus. Sie müssen schön prall sein. Ha? Was ist das für ein Ding? Meine Lippen sehen so schön aus. Darf ich mal probieren? Nein, ich habe Kinderlippenbalsam für dich. Deine Lippen sind perfekt, so wie sie sind. Danke. Du siehst super aus, Josie. Du auch, Kim. Welche Accessoires würde ein Vampir tragen? Oh, Perlen. Kann ich auch welche haben? Ups, meine Halskette. Tut mir leid. Ich habe alle aufgesammelt. Okay, reg dich nicht auf. Ich krieg das schnell hin. Ich muss nur die Perlen neu einfädeln. Und ein paar Extras hinzufügen, damit ich sie schließen kann. Es fehlt noch etwas. Angelschnur. Und ich male einige der Perlen mit rotem Nagellack an. Diese Halskette ist das perfekte Vampir-Accessoire. Sei nicht traurig, Josie. Ich habe auch etwas für dich. Magst du es? Ja, das gefällt mir. Als nächstes kommen die Nägel. Was? Das sind deine Nägel? Sie sehen furchtbar aus. Du brauchst deine Maniküre. Okay, gut. Ich werde mir eine coole Vampir-Maniküre verpassen. Gefallen dir meine Nägel? Sie sind fantastisch. Ich ziehe Handschuhe an. Ich habe Vampirhände. Wow, lass uns unser Make-up machen. Okay, los geht's. Du bist so blass. Ich glaube, die letzten beiden Punkte können wir von der Liste streichen. Sind wir jetzt Vampire? Wir brauchen nur noch eine Handtasche. Dieser Totenkopf wäre perfekt. Da packe ich all meine Sachen rein. Wir sind bereit, die Welt zu vampirisieren. Los geht's! Wow, so vampy! Wir wollen reingehen. Du schon wieder? Auf mit dir! Nein, verschwinde du doch! Wow, sie hat sie geschlagen! Warte. Redest du mit mir? Vampirkuss? Wow. Mein Traumvampir. Was? Schule? Wo ist die Party? Das ist komisch. Sie wollen den Lehrer fressen. Siehst du auch, was ich sehe? Ja. Hi. Redhead, das ist das Logo unserer Schule. Jeder Schüler hat so ein Logo. Warte, ich höre einen Herzschlag. Oh oh, ich werde die Luft anhalten. Ich glaube doch nicht. Willkommen in unserer Klasse. Danke. Die Schüler sind sehr fleißig. Die Zeit ist um. Legt eure Papiere auf mein Pult. Warum soll man aufstehen, wenn man Telekinese benutzen kann? Wow! Redhead, wo ist dein Papier? Ich muss nach vorne kommen. Du hättest nicht laufen müssen. Peinlich. Ich wünschte, ich könnte Telekinese benutzen. Die Vampirklasse schreibt gerade einen Test. Oh oh, die Mine ist abgebrochen. Hat jemand einen Anspitzer? Ein Anspitzer? Habt ihr das gehört? Alle sind geschockt. Mr. Draculus wird dir helfen. Liebe Vampire, dies ist der legendäre Reißzahn von Dracula dem Vierten. Ihn zu sehen ist eine große Ehre. Danke, aber es ist doch nur ein Anspitzer. Der Bleistift ist wirklich schön angespitzt. Worauf starren die denn alle? Das heutige Thema ist der menschliche Kreislauf. Blut. Vampire haben sofort Hunger. Weiß jeder, wie man richtig zubeißt? Oh, ihr habt Hunger. Es ist Zeit für das Mittagessen. Die Vampire genießen ihr Vampiressen. Ich befestige Klebeband am Arm, falls diese Snacks nicht reichen.
Oh, ich habe einen Splitter. Das tut weh. Vampire spüren menschliches Blut. Ich brauche ein Pflaster. Vampire zu ärgern ist eine schlechte Idee. Wo ist mein Schwarm hingegangen? Er schläft. Ach so. Hier ist sein Spind. Wow. Aufwachen. Es ist Zeit für den Unterricht. Wie spät ist es? 8.50 Uhr. Ich habe noch etwas Zeit. Mr. Draculus hat einen Lieblingsstift. Er liebt es, Noten mit Blut zu schreiben. Schüler, hier sind eure Tests. Eine 6. Riecht süß. Hat sie ihre Note abgeleckt? Lecker. Und ich korrigiere schnell meine Note. Willst du auch? Nein, danke. Hier sind die berühmtesten Vampire aller Zeiten. Mein Bruder war mit Einstein befreundet. Lincoln war so ein Spaßvogel. Ich wusste es. Und das ist Tesla, der Bruder meiner Mom. Die Ähnlichkeit ist unheimlich. Waren das alle Vampire? Sieht so aus, als hätte Mr. Draculus während des Tests einen Spickzettel bemerkt. Sarah, du kannst mich nicht austricksen. Du bekommst eine 6 fürs Schummeln. Ich will das nicht nochmal sehen. Red Hat hat auch einen Spickzettel. Was versteckt sie denn da? Sie hat einen Spickzettel an einem Spiegel. Mr. Draculus wird ihn bestimmt nicht sehen. Red Hat hat ein neues Halsband. Aber die anderen Schüler finden es nicht gut. Natürlich nicht, denn es besteht aus Knoblauch. Ugh, das stinkt. Die spinnt doch. Vampire können diesen Geruch nicht ertragen. Haltet euch von ihr fern. Jetzt ist sie unbeliebt. Eure Zeit beginnt jetzt. Der Lehrer beobachtet die Schüler wie ein Falke. Die Fragen sind so schwer. Die Zeit ist um. Gebt eure Tests ab. In diesem Klassenzimmer verwandelt sich sogar ein Apfel in ein Vampir. Behalt sie im Auge. Der Lehrer ist weg. Ich will noch ein paar Antworten dazu schreiben. Danke für deine Hilfe. Lasst uns wieder zur Sache kommen. Dieser Vampir ist total süß. Ich wünschte, ich könnte sehen, was er in sein Notizbuch geschrieben hat. Pause! Das ist meine Chance. Ich schau mal kurz rein. Das Notizbuch fliegt weg. Red Hat ist weg und sie hat ihr Smartphone liegen gelassen. Seht euch diese Bilder an. Oh Mann! Eine Zahnspange und eine Brille. Sie kommt. Was ist denn mit denen los? Oh nein, sie haben meine alten Bilder gesehen. Was ist passiert? Red Hat, warum bist du so traurig? Die lachen mich aus. Ich find's nicht lustig. Ich werde dir was zeigen. Hier sind Bilder aus meiner Kindheit. Ich hatte auch mal eine Zahnspange und eine Brille. Das muss dir nicht peinlich sein. Ignoriere sie einfach. Vampire machen gerne Witze. Genau wie normale Menschen. Wow, dieser Kerl hat etwas zwischen seinen Zähnen. Gut, dass ich einen Zahnstocher habe. Ein Flock. Hier, du brauchst einen Zahnstocher. Oh, es ist kein Flock. Danke. Aber ich habe mich trotzdem erschrocken. Leute, lasst uns anfangen. Wo sind denn alle? Keine Ahnung. Sorry, ich habe verschlafen. Dieser Kaffee ist für Sie. Ih, eklig. Mr. Draculus, ich bin spät dran. Aber ich habe Ihr Lieblingsgetränk. Oh, danke. Das ist nett von dir.
Schau zu und lerne.